Heute bei uns im Studio die Jungs von UMC. Und die haben mit dem Tobi nicht nur einen begnadeten Schlagzeuger, sondern mit dem Nils auch einen genialen Produzenten. Und wie sie ihren Drum-Sound machen, das zeigen sie uns heute. Hi, ich bin Nils und bei uns ist es so, dass wir unheimlich viele Anfragen bekommen, wie wir zu unserem Drum-Sound kommen. Und dazu wollte ich jetzt in kurzen Schritten erklären, wie wir die Mikros anordnen, wie wir das Drumset aufbauen und was wir alles dafür tun, dass die Drums so klingen, wie ihr sie eben gerade gehört habt. An den Toms benutzen wir Kondensatormikrofone und die positionieren wir so, dass wir von der Höhe her 3 Finger breit wählen und von oben gesehen nochmal 2 Zentimeter weit reingehen und das am Ende dann so drehen, dass es genau auf die Fellmitte zeigt. Bei der Stand-Tom genau dasselbe, nur dass wir weiter reingehen, und zwar genau eine Handbreit. An der Snare haben wir als Hauptmikrofon einmal ein dynamisches Mikrofon und zusätzlich ein Stützmikrofon, also das ist ein Kondenser und ein dynamisches. Und das Kondenser haben wir dazu, um später dann im Mix gewisse Anteile wie High-End oder Low-End nochmal hinzuzumischen. Und wichtig ist, dass die wiederum von der Kapsel her auf einer Linie sind. Und das kann man gut steuern, indem man hier einfach den Korb abschraubt und dann nochmal guckt, wo die Kapsel ist und guckt wirklich, dass das hier auf einer Linie ist. Von der Positionierung her der Mikros sind wir genau 2 Finger breit über der Rim und wir sind auch genau über der Rim mit den Kapseln. Um die Snare vollständig drauf zu kriegen, haben wir sie auch nochmal von unten mikrofoniert. Und das haben wir mit einem dynamischen Mikrofon gemacht, was genau 2 Finger breit vom Resonanzfeld entfernt ist und genau auf den Teppich zeigt. An der Bassdrum benutzen wir 2 Mikros. Und zwar haben wir einmal in der Bassdrum eine Grenzfläche drin. Und die macht besonders den Kick und den Attack der Bassdrum und klingt am ehesten nach Metal Bassdrum. Und da das ein bisschen künstlich manchmal klingt, verwenden wir dann nochmal ein dynamisches Bassdrum-Mikrofon vor der Bassdrum vom Resonanzfell, um der Bassdrum nochmal ein bisschen Natürlichkeit zurückzugeben. Von der Position her liegt das Grenzflächenmikrofon genau in der Mitte von der Bassdrum und das dynamische Bassdrum-Mikrofon genau vor dem Loch im Resofell. Als Overhead-Mikrofon haben wir 2 Großmembran-Mikrofone und die zeigen nicht nur auf die Becken, sondern bilden auch hier nochmal die Toms ab. Jeweils eine Seite und die werden später einmal hart nach links und einmal hart nach rechts gepannt. Und damit die Snare dann am Ende in der Mitte ist und nicht nach links oder rechts wandert, muss man hier von der Laufzeit her den Abstand von der Snare zu den Mikros nochmal bestimmen. Und das macht man am besten mit so einem Kabel hier. Und wenn da alles stimmt, dann kann man sicher sein, dass die Snare dann später auch in der Mitte ist. Als i-Tüpfelchen haben wir jetzt hier 2 Raummikrofone. Das sind 2 Großmembrane. Die kann man benutzen, wenn man noch welche übrig hat, um den Raumhall noch aufzufangen. Die sind jetzt ungefähr 1,5 Meter weit weg von den Drums und zueinander ein bisschen mehr als 1 Meter weit weg. Und die verhelfen dem Sound später zu mehr Größe und mehr Plastizität von den Drums. Zu guter Letzt von mir noch ein ganz wichtiger Tipp. Guckt, dass euer Schlagzeug sauber gestimmt ist. So, ihr könnt das Schlagzeug unfassbar gut abmikrofonieren. Wenn das Rohsignal von der Trommel einfach Müll ist, dann kann auch der beste Mix-Engineer nichts mehr daran ändern. Deswegen guckt, dass ihr neue Fälle drauf habt, schaut, dass die sauber gestimmt sind, dass an jeder Schraube der gleiche Oberton ist, wenn ihr drauf tippt. Vor allem die Resonanzfälle, achtet da drauf, das wird oft vernachlässigt von Schlagzeugern. Und dann müsstet ihr auf einem guten Weg sein, einen sauberen, schönen, fetten Metal-Sound zu produzieren. Just close your eyes and hold your breath because it feels right. We'll keep it moving till we make it to the other side. And let's enjoy the ride.